Also ein Traumgarten für mich ist dieses Refugium, was ich mir hier tatsächlich mit meinen Freunden und den Mitbewohnern des Hauses erschaffen habe. Garten macht für mich auch nicht so viel Arbeit, weil ich lasse vieles wachsen. Da darf schon mal die Walderdbeere genauso wie die Rose und Wildblumen dürfen sein. Ich pflanze kleine Sachen ein und ich stelle die Sachen auch vor meine Tür, so dass auch andere Menschen das sich mitnehmen können. Pflanzen zum Mitnehmen. Nimm, was du magst, gib es, gib, was es dir wert ist. In den Briefkasten, Tina Altus. Aha, das ist ja toll. So einen kleinen Sonnenhut hat sie hier. Nicht erschrecken, unsere Kamera läuft schon. Die authentische Begeisterung. Schönen guten Morgen, willkommen in meinem Blütenreich. Schön. Guten Tag, guten Morgen. Tina Altus bewirtschaftet 1000 Quadratmeter. Freunde und ihre Nachbarn helfen mit. So ist über die Jahre ein sehr fantasievoller Garten entstanden. Im Mittelpunkt stehen Tinas Lieblingsblumen. Das ist eine wirklich Lieblingsrose von mir, weil sie Nektar für die Bienen und Hummeln hat. Mozartrose genannt. Sie ist ungefüllt. Und warum sie die Blume der Liebe ist, erklärt sich, wenn man die auseinandernimmt. Weil hier sind lauter kleine Herzen drin. Die kaminroten Blüten verlaufen in der Mitte in ein reines Weiß. Mit ihren offenen Blüten zieht die Strauchrose viele Bienen an. Stolz ist Tina auch auf ihre Orchideenprimel, die aus den Bergregionen Chinas stammt. Ja. Viele Menschen denken auch, das ist eine Orchideenart. Aber es ist keine Orchidee. Es ist keine Orchidee, es ist eine Primelart. Diese schöne Höhe macht, sie verbreitet sich auch. Das heißt, hier unten ist sie schon ein bisschen im Abblühen. Genau. Da siehst du, und da sind, das sind ja so ganz zarte Blüten. Als Kerze wird die natürlich hier weitergehen. Ja. Ne? Die Orchideenprimel mag kiesig bis lehmigen Boden. Und Tina muss ihr öfter mal ein Schwaps Wasser geben. Überhaupt trägt die Pflanzenauswahl im gesamten Garten ihre Handschrift. Also ich denke, man erfährt tatsächlich sehr viel über mich und entsprechend wird auf dem Teil des Gartens, den ich so bewirtschafte, auch viel Exotisches und schöne Blüten angebaut. Denn Tina hat mit den Blüten noch was vor. Blumen sind ja sozusagen auch, haben was mit meiner Kunst zu tun. Ich mache Kunst aus echten Blüten. Also ich zerlege die Blüten in ihre Bestandteile, sie werden gepresst und werden zu einem sehr eigenwilligen Material meiner Kunstwerke. Sie werden gepresst und mit aufwendigen Verfahren konserviert und dieses Material ist die Grundlage meiner Arbeit für meine Kunstwerke. All diese Arbeiten locken auch viele Kunstfreunde in den Garten. Deshalb gibt es auch viele Sitzecken. So eine Sitzecke habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Wie sagt ihr dazu? Wir sagen dazu Toms Hütte, es ist Marke Eigenbau. Genau. Mit richtigen Wellblechdach hier oben. Mit Wellblechdach. Ach, das ist ja wirklich. Altem Holz hatten wir Zugriff, es war Glück. Da oben steht ein uralter Kirschbaum, der ist an die 70, 100 Jahre alt und ja. Er macht natürlich entsprechend sehr viel Dreck auf die Terrasse. Ja. Und das ist jetzt die optimale Lösung. Auf dem Wellblech sammeln sich die Kirschkerne. Ja. Die Vögel können den Rest noch schnapulieren. Und wir sammeln sogar die Kirschkerne ein und machen Kirschkernkissen. Nein. Doch. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Ort hier gefunden habe, wo der Garten am Haus ist, mit 1000 Quadratmetern. Und diese Vielfalt, die ich hier leben kann, die ist außergewöhnlich wunderbar.